Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und jetzt sind wir wieder bei der Familie Gärtner. Genau, weil wir hatten im letzten Part den Geburtstag von Gerd Bergstein gefeiert. Ja, der ist jetzt alter Knacker geworden. War ein bisschen sehr chaotisch, aber na gut. Dann hatte ich gedacht, nee, das ist mir zu viel, wenn da jetzt bei denen schon wieder gefeiert wird. Und hier, die haben ja auch noch irgendwann Geburtstag und überhaupt, das muss ja alles irgendwie mal vorwärts gehen. Ich habe auch ein bisschen lange Zeit bei denen verbracht. Ich glaube, es waren 4 oder 5 Folgen, keine Ahnung. Und deswegen habe ich gesagt, nee, nach dem Geburtstag von Gerd wechseln wir jetzt doch wieder hier rüber. Und ja, was war hier im letzten Part eigentlich los gewesen? Wir hatten mit der Familie, oh, guckt mal, Asterix, oh, süß, hatten wir einen Ausflug gehabt. Genau, wir hatten einen Ausflug gemacht, da war Sonntag, es ist, die haben noch Sommer, naja, ist egal. Und wir waren draußen in Blauser Heddig Heide, glaube ich, auf dem Spielplatz da, mit Fischkrams und Döns. Und haben es uns gut gehen lassen. Und der Kleine hier, der Joshua, ne, so heißt er doch, oder? Wie heißt er denn? Doch, der. Ja, Joshua, der war todmüde und musste dringend nach Hause. Und, ja, hat dann geguckt, dass wir dann alle nach Hause geschafft haben. Die wollten und mussten ins Bett gefrachtet haben oder auf die Couch. Mario geht's natürlich von allen wie immer am allerbesten. Der hat sich noch um die Tiere gekümmert. Apropos, man sieht hier sogar noch, die haben noch diesen Erholungsbuff aus dem Urlaub. Also zumindest unsere drei hier oben. Ja, und jetzt hatte ich im letzten Part für die Madame hier, die ist ja hier mit dem Jörg da. Aber wir können nur eins anklicken, okay, gut. Ist ja Freundschaft am Schließen und sich ins Verlieben und so, ne? Und da hatte ich ein Date angeleiert. Also zumindest sollte sie gucken, ob sie sich mit ihm treffen kann. Genau. Das ist dieser Jörg, den da auch Anna kennengelernt. Samira kennengelernt haben, die erste Mal das Eis brechen mussten, weil sie sich am Anfang irgendwie nicht so leiden konnten. Ja, auf jeden Fall, da sind wir jetzt. Und das bedeutet, ich muss jetzt mal gucken, dass ich die kleine Maus hier aus dem Bett schmeiße. Also von der Couch runter. Genau, und da hört sie schon direkt auf mich. Ja, das ist fein. Genau, mach mal gehen und streck und kümmere dich. Hi Mario, kann ich Tyson sprechen? Nee, die schläft. Wir haben unser eigenes Telefon. Was ein Glück haben wir das. Alfred. Alfred ist auch immer mit bei. Aber Alfred ist der Freund von Samira. Also rufen wir den da an und gucken mal, ob wir den um ein Date bitten können. Na, magst du? Hast du Lust? Ja, und wir gehen natürlich auf ein Gemeinschaftsgrundstück, weil hier daheim wäre es echt blöd. Möchtest du ein Taxi bestellen oder dein Auto nehmen? Ah, wir nehmen das Auto. Komm, unsere Maus darf Auto fahren. Und wir fahren natürlich alleine. Wo wollen wir denn hin? Es ist mittags, sonntags, 15 Uhr. Sonntags um 15 Uhr. Wo kann man denn da so hin? Man könnte auch in der Belladonna-Bucht bleiben. Archimedes-Kathedra-Arkade. Das ist doch das, wo man... Spielen, Held, Geist und Kojung. Ah, war das das? Belladonna Tierpark. Boutique. Tschüss. Gott, ich war hier lang nicht mehr unterwegs. Fitnessstudio. Gourmet, Kaffeebar. Ist auch nicht so das. Kunstmuseum. Stadtpark. Ah ja, hier gibt es ja die ganzen Stadtparks. Genau. Öffentliche Bücherei. Warte mal, war das nicht der, den ich eigentlich immer ganz cool finde da? Der mit dem Teich? Warte mal. Das ist der da. Der ist doof. Das ist der, den ich auch nicht mag. Und das ist der, den ich irgendwie... Der hat eine Rollschuhbahn oder sowas. Nee, ich glaube, wenn, würde ich dahin wollen. Oder... Aber die Archimedes-Arkade. Das wäre eigentlich eher was für die Teenies, oder? Wir könnten ja auch einfach mal hinfahren und gucken, wie es ist. Und wenn es nix ist,
könnte man ja immer noch woanders hin. Oder? Nee, komm, das Wetter ist schön. Wir fahren zuerst in den Stadtpark und wir können im Notfall in den anderen immer noch dann später. Warte halt, wo ist er jetzt? Der Stadtpark West. Da fahren wir hin. So, meine Süße, mach mal. Warte mal kurz, bevor wir jetzt hier loslegen. Das hört sich klasse an. Wir sehen uns dann. Komm nicht zu spät. Genau, das machen wir. Was macht eigentlich Mario? Ach, Mario malt mal wieder. Auch gut. Ja, und die anderen bleiben, wie sie sind. Alles klar. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Auch mal wieder was Neues. Oh, und unsere. Wie heißt sie nochmal? Rußpfote. Genau, die futtert erstmal schön. Halt, ich nehme mich mit, bitte. Bist du überhaupt schon mal mit dem Auto gefahren? Weißt du, wie das geht, Mädel? Kannst du das? Ich kann ja kein Auto fahren. Ich habe keinen Führerschein. Ich darf das auch alles gar nicht, aber. Kannst du das? Ja, sie sitzt zumindest mal drinnen. Und jetzt? Wo ist hier Gas? Wo ist Kupplung? Wo ist. Ah! Wow! Ganz elegant. Mit Schlenker nach links oder rechts oder wohin auch immer. Und wir fahren los. Ja, die Familienkutsche wird mal kurzfristig ausgeborgt. Wir haben weder den Papa gefragt, noch die Mama gefragt, noch irgendwem irgendwas gesagt. Wir hauen einfach mal frech ab, ne? Wir sind Teenie. Wir können das. Was soll denn der Quatsch hier? Wir haben immerhin den Familienausflug mitgemacht. Also können die uns ja mal gar nichts, ne? Ja, mussten wir auch in den Park. Deswegen gehen wir jetzt schon wieder in den Park. Eigentlich auch bescheuert, oder? Egal. Ist aber immer herrenlos. Also, wenn man sagt, man verabredet sich mit einem Kumpel auf dem Spielplatz, dann denken sich die Eltern weniger dabei, als wie wenn wir sagen, oh, wir gehen in die Archimedes-Arkaden-Dinger da. Da könnte schon wieder gefährlicher sein. So ein Spielplatz-Dingsbums hier, so ein parkähnliches Teil hat ja immer, na, wie sag ich, beruhigende Wirkungen. Guck du, da sind wir schon. Ei, und den Herrn haben wir dabei auch aufgesammelt. Ist das nicht fein? So, wo ist er denn? Ei, guck mal da. Bist du ja. Also irgendwie sieht das schnieke aus, das Auto. Ich liebe es. Ich liebe dieses Auto. Ja, dann lass uns doch mal quatschen. Einfach erstmal ein bisschen über Hobby von Reisen erzählen und ein bisschen tratschen und ein bisschen über Hobbys reden. Was mögen wir denn? Wir sind Fitnessfreaks. Wir lieben Fitness und wir reden über Fitness. So, dann lass mal. Dann mach mal, meine ich. Dann mach mal. Unser Date. Yeah. Und sie will ja mit ihm essen gehen. Genau. Und hier gibt es ja auch was zu futtern. Das ist gut. Ja. Und sie hat sowieso Hunger. Siehst du? Gut, dass wir noch ein kleines Nickerchen gehalten haben. Ja. Unterhalten. Witz kann ich dir erzählen. Das ist eingezäunt, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist mir noch nie aufgefallen, ey. Leute, du. So, mal gucken, vielleicht können wir da was anfangen. Erträglich, ja, es ist erträglich. Komm, lass uns mal irgendwas machen. Essen gehen, mal gucken. Spielen, Tanzen, lalala. Schätzen. Ja, wie? Da kommen da zwei Fremde und wollen mitmachen? Was ist das denn? Wen haben wir da? Die Pia Hertel und den Thomas Reim. Nee, also Leute, nix gegen euch, aber ich bin in einem Date und nicht, also ehrlich, komm her. Warte mal, ich würde gerne mal hier, komm her. Schatzi, komm mit. Komm mit. Guck mal, ich entspanne auf der Schaukel. Kann ich dir irgendwas sagen? Spielen, küssen, reden, umarmen. Geschichte erzählen, tanzen, begrüßen, Foto machen, Date beenden, bitten. Nach Hause bringen. Nö, das wollen wir nicht. Fragen, kannst du mich anschubsen? Gibt's auch nicht, oder? Nee. Nee. Naja, mal gucken. Vielleicht macht er von sich aus irgendwas.
Komm, setz dich zu mir, hier ist schön. Ja, komm. Oh, Ja, ich habe mich extra in die warm. Mitte gesetzt. Ich Hallo. dachte, das ist gut, dann kannst du dich neben mich setzen. Hallo, ich dachte, du kannst dich dann neben mich setzen. Reden, umarmen, flirten, wertschätzen. Ja, aber da geht nichts, ne? Nee, das geht nicht. Ach, schade. Schade, schade, schade. Ansonsten wäre das ein hübsches Bild gewesen, die beiden auf der Schaukel. Warum kann sie ihn nicht. Ah, spielen auf Spielplatz. Ja, das ist dann ein bisschen doof. Wir können ihn ja mal bewundern. Wir können ja auch mal reden und ein bisschen tratschen über die Leute, die sich da eben einfach so bei unserem Date in unser Spiel eingemischt haben. Jetzt laufen die auch darum. Nee, lass den Typen in Ruhe. Hallo, das ist mein Date. Verschwinde doch mal da. Oh Mann, ey. Gut. Können wir eigentlich. Wir können noch rumhängen auf. Ja. Rumhängen auf. Spielen. Komm, wir gehen da hoch. Wie wär's? Lass uns mal da oben hingehen. Vielleicht haben wir da unsere Ruhe. Wir verstecken uns im Häuschen. Mach mit. Komm hoch. Mach mit. Oh nein! Was ist das denn? Das ist ja alles wie verhext. Samira, was machst denn du jetzt hier? Ich bin in einem Date. Wo kommst du denn jetzt plötzlich her? Samira, das ist gerade etwas ungünstig. Ich glaube, ihr sagt, ey. Jetzt guckt's euch an, ey. Wir haben ein Date und dann taucht Samira hier auf. Als, ja, wie sagt man, drittes Rad am Wagen, fünftes Rad am Wagen? Du, nix gegen dich. Ich find's ganz toll mit dir, aber. Ja, schön. Ja, bitte, bitte, lass uns noch ein bisschen in Ruhe. Dankeschön. Oh, gut. So, wir unterhalten uns gerade ein bisschen. Okay, wir müssen das anders machen. Können wir, ja, wir können nicht. Gut, dann komm mal runter. Ja. Mama, Willem. Können wir irgendwas anderes noch machen? Warte mal. Kannst du den beirufen? Mitmachen, spielen. Bitten, das Date beenden, tanzen, gestikulieren, begrüßen, Foto von mir machen. Was können wir denn mal machen? Damit habe ich ja nun wirklich nicht gerechnet, dass die auch noch auftaucht hier. Aber hier ist halt auch schön, ne? Ich meine, das muss man mal lassen. Man könnte jetzt auch hier hingehen, aber das will ich nicht. Ich würde gern mal. Kannst du ihn gar nicht rufen? Oh Mann, das ist doof. Komm noch mal runter. Juhu. Nein, du musst. Komm. Kannst du runterkommen? Hallo. Juhu. Nee, nicht. Nein. Oh, nee. Da habe ich jetzt wieder was angezettelt. Ey, Leute, es ist echt. Es ist. Warte mal. So, komm du mal hier hin. Ich will mal dahin. Beeil dich. Wir haben ja leider nicht ewig Zeit. Das ist so das Problem. Gut. Er ist aufgestanden. Das ist ja schon mal was. Kann ich dich herbeirufen? Gut, komm. Beeil dich. Nein, 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 du bleibst jetzt bitte hier. Leute, es ist wieder. Ah, typisch. Hallo? Gut, ich habe schon Angst gehabt, das hätte sich wieder aufgehängt. So, komm her, mein Süßer. Komm her, komm her, komm her. Ja, komm. Hör auf zu spielen. Ne? So, okay. Rede mit ihm nochmal.
Und dann, wir können gar nicht in den Sternenhimmel gucken? Oder was? Warte, Moment. Ach, da kommt gerade eine Hexe. Ich wollte gerade sagen, was haben sie denn jetzt wieder? Nee, ich wollte eigentlich, dass ihr euch hinlegt und in den Himmel guckt. Wolken beobachtet oder irgend sowas. Warte mal. Springseil, Foto machen. Nee. Steh bloß, spielen. Wertschätzen, Geschichte erzählen, tanzen, begrüßen. Okay, ihr seid noch nicht so beieinander, ne? Okay, was willst du denn? Unterhalten und umarmen. Okay, dann machen wir das mal. Dann unterhalte ihn, zeig ihm einen Breakdance und dann kannst du ja mal vielleicht romantisch umarmen und lass die Frau da weg. Das ist... Ach, die tut dir nichts. Schau mal, was ich kann. Yeah. Genau. Na also. Wer sagt's denn? Oh Gott, ja. Kitzeln. Ja, kitzel ihn. Dann kitzel ihn mal. Aha! Und da fliegen die Kerzchen. Siehst, die Kerzchen wollte ich schon sagen, ey. Können wir, warte mal, können wir jetzt, Vorschlag. Küssen, flirten, unterhalten, wertschätzen. Ja, Sternenhimmel kuscheln, genau. Das würde ich gerne machen. Und du lass jetzt mal mein Date in Ruhe. Ha, immer diese fremden Leute, die sich hier irgendwie immer einmischen müssen, oder? Hau ab, Spanner. Geh weg. Och, war's das schon? Och, schade. Wisst ihr, weil man hier einfach keine Ruhe kriegt, weil die Leute da stehen und einen bespannen. Das ist doch einfach nur blöd. Schätzen, umarmen. Okay, wir schätzen dich nochmal. Wir bewundern dich und haben wir nicht irgendwie Hunger gehabt? Können wir auch nochmal machen. El Chico Nascarlo. Genau. So, reden, tratschen. Mucho. Koschner? Über Hobbys reden. Unterhalten. Witz erzählen. Spielen. Das beste Spiel ever. Kissenschlacht. Ich will wenigstens, dass das Date erfolgreich wird. Also, Bevor sich hier gleich wieder einer einmischt. Drücken. Juhu! Genau. Oh Gott, das sieht so aus. Ey, lass mich los, lass mich los. Du zerquetschst mich. Oh, Lena. Du scheinst langsam berühmt zu werden. Immer mehr Sims wird klar, was für ein dufter Sim du bist. In nächster Zeit wird dir Gutes widerfahren. Das ist schön, das ist schön. Sag mal, oh, wir haben 3 Stunden. Komm, wir haben Hunger, oder? Essen wir was zusammen? Können wir? Können wir zusammen essen? Essen bestellen. Ja. Hamburger 1, Hamburger 2. 1. Egal. Komm, wir gehen mal hier rüber. Ich hab Hunger. Ich hoffe, du auch. Oh Gott. Ja. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, aber so ist das, ne? Dann will man sich treffen, dann verabredet man sich sogar auf dem Spielplatz extra. Komm, ess auch was. Setz dich doch zu mir. Du musst nicht neben mir rumstehen. Jungchen, komm, setz dich hin. Setz dich. Du darfst dich da auch auf so einen Sitz setzen. Auch wenn du nichts bestellst. Och, Junge. Hallo. Oh, ja. Herzchen. Liebe geht durch den Magen. Sie futtert einen Hamburger und denkt... Nein! 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 Nein!
Nein! Was geht ab? Oh, boah, böse, 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 böse. Können wir irgendwas? Wir können ja nie was irgendwie mit dem machen, ne? Können ja nie irgendwas machen. Okay, wir kriegen das aber mit. Oh, der, das ist so unfair. Guckt euch das an. So, Meister, wir beobachten. Und? Klar was? Wir können nichts tun. Wir können aber auch nicht dahin rennen und irgendwas melden. Boah, wie unfair. Guckt euch das an. So, kriegst du jetzt mit, dass du beklaut worden bist? Das ist ja wohl die Härte, ey. Boah. Können wir den jetzt melden? Nee. Warte mal. Haben wir mit ihm. Wir können schnell mal hin. Das melden wir mal direkt. Auf. Warte, ich komme gleich wieder zu dir. Geh du mal kurz so lang auf Toilette oder wohin auch immer. Das muss ich melden. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da wird mein Freund beklaut. Und, nee, also wirklich. Mädel, kannst du auch mal schneller laufen? Ich meine, man kann euch ja beim Laufen die Füße besohlen. Die Schuhe besohlen, wie man so schön sagt. So, auf geht's. Ja, nicht der schon wieder. Ganz genau, der ist da. Also, beeilt euch mal, dass ihr herkommt und dass ihr den kriegt. So, wo ist jetzt unser Freund? Der ist da. Nee, da drin ist nicht so schön. Das ist irgendwie dumm. Was machen wir? Wir haben ein super geniales Date. Ich wollte ja auch noch ein bisschen. Genau. Ach komm, setz dich da mal hin. Genau. Setz dich mal da hin und dann gucken wir, wenn er fertig ist. Wenn er realisiert hat, dass er nichts mehr hat. Okay, warte. Sind wir schon am Spielen? Ja, Moment. Komm mal her. Kann ich jetzt mit dir rumspielen? Ja. Ich will nicht das Date beenden. Verdammt, ich da bitten mitzuspielen. Genau, das machen wir. Dann können wir ihn direkt mal informieren. Sag mal, ist dir nichts aufgefallen, wie der Typ dich da, der hinterhältige Scharlatan dich umgarnt hat? Oh. Komm, wir setzen uns hin. Wir spielen noch einen Moment. Da sitzt deine Freundin, bitte. Ich habe die Polizei angerufen, ja, damit du vielleicht das geklaute Geld wiederkriegst oder was auch immer er mit dir gemacht hat. Er ist doch ein schönes Date, oder? Quatschen die da noch ein bisschen? Haben wir denn noch? Nö. Hier hinten bringt das eh nichts. Okay, komm. Dann kraul ihm mal den Rücken und rede noch mal mit ihm. Sag hier du, so und so war das. Du hast ja nichts mitgekriegt. Du warst ja zu sehr auf mich, deine Hübsche fixiert. Bleib mal da. Bleib mal da. Ja. Susu. Golanjna. Okay. Sie findet ihn nur so lala? Oh, zeig mal. Na gut, sie ist verknallt, aber sie hat gar keinen Blitz mit ihm. Ja. Egal, was willst du? Ein traumhaftes Date, das haben wir auf jeden Fall. Kitzeln kannst du auch noch mal, komm. Dann kitzel ihn noch mal und dann umarm ihn noch mal romantisch. Und können wir denn küssen? Das wäre der erste Kuss. Ja, komm. Auf geht's, das gehört zum Date. Erlaubt. Och Leute, lauft weiter. Wir haben es nur mit Spannern zu tun. Was will denn der Alte da jetzt? Echt ernsthaft. Monster.
Ja, 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 ja. Schön, alles ist sehr gut. An den hinterhältigen Scharlatan denken wir einfach nicht mehr. So ist doch fein, oder? Ja, beenden wir hier noch das Date und reden noch mal kurz miteinander. Oder auch nicht. Oh, wow. Ich hätte nie gedacht, dass ein Date so wunderbar sein könnte. Es ist fantastisch, mit dir zusammen zu sein. Wir müssen das unbedingt wiederholen. Ja, und wir fahren nach Hause. Tschüss, komm gut heim. Dann kann ich daheim direkt meine Freundin anrufen und ihr sagen, dass das Date gut gelaufen ist. Ich glaube, Samira ist deswegen auch vorbeigekommen. Wahrscheinlich wusste die, dass Lena sich da treffen wollte und wollte einfach nur gucken, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, dass es kein Depp ist und so, ne? Und wollte nur sagen, hier, ich bin in der Nähe, falls was ist, falls du Hilfe brauchst. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Und damit das Ganze ein bisschen, ja, ne, einen netteren Anschein erhält. Ja, 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 das kann natürlich auch alles gut sein. Aber schön, da haben die beiden sich verliebt. Mehr oder weniger auch ohne Blitzchen. Ja, man hat den ersten Kuss bekommen und ist in den siebten Himmel abgeschwebt. Und ja, mal gucken, was draus wird auf Dauer, ne? Das werden wir ja alles noch erleben. Aber ich denke, so kann man einen Sonntag auch ganz gut ausklingen lassen. Zumindest als Teenie. Beziehungsweise, wir klingen ja nichts aus. Wir kommen ja jetzt wieder zurück und sind wieder bei der Zeit, bei der wir gestartet sind. Oder? Oder ist jetzt hier Abend? Nee, nichts Abend. Die hat den ganzen Mittag noch vor sich. Auch schön. Ach ja, herrlich. Und sie ist heil angekommen. Guck, keinen Unfall gebaut, kein gar nichts. So muss das sein. Ja, ja, so ist das gut. So, warte mal. Wo ich hier schon gerade guck. Aber du kannst mit dem Baum nichts anstellen. Okay. Ja, wie geht's dir denn jetzt, meine Süße? Harndrang hast ein bisschen und ja, das war's. Weißt du was? Achso, ruf deine Freundin an. Genau, ruf deine Freundin an und sag ihr direkt mal, was Sache ist. Sag hier, ich hatte mein Date. Date ist gut gelaufen. Oh je, und da kommen schon wieder alle möglichen Meldungen zustande. Wo ist denn Samira? Samira, Samira? Gib mir Samira da. Plaudern. Wir plaudern einfach. Jo. Wie, das war's jetzt? Nein. Sag bloß, ich habe wieder einen Fehler gemacht und habe jetzt das Ding verloren. Ich kenne doch. Nee, sie hat's noch. Okay, Sim. Simsalabim. Es ist manchmal aber auch einfach ein bisschen dumm. Einfach plaudern. Zack. Ja, jetzt geht's. Okay. Gut, prima, alles klar. Sie kann erzählen und machen und tun. Wir haben eine kluge Investition gehabt. So, jetzt muss ich mich aber auch mal um die anderen wieder kümmern. Wo ist Mario? Da, der ist am Malen. Der könnte aber mal kurz unterbrechen. Könnte mal das benutzen und sich die Hände waschen. Und anschließend weitermalen oder so. Tyson könnte mal wach werden. Aufwachen. Ach so, die müsste auch mal auf Toilette. Oh, ja. Was könntest du denn sonst noch machen? Die will dauernd Samuel einladen. Was hat die mit dem? Okay. Ja. Und du? Ui. Ja, hier muss aber auch mal einer aufwachen. Komm, dann wach du mal auf und geh du mal eine Runde baden. Oder duschen wenigstens. Ach Gott, hast du Hausaufgaben gemacht? Die sind fertig, ja. Die sind alle gemacht, okay. Dann mach das mal. So, wie geht's unseren Tieren? Unseren Tieren geht es gut. Energie. Aha. Und du auch. Okay, alles klar. Gut, dann, meine Süße,
Fertig? Ach, du mach, was du willst, genau. Mach, was du möchtest. Du hast frei, du hast Sonntag immer noch und alles ist gut. Du hast abgezogen, sehr gut, ja. Wie wär's mit... Hier, Hände waschen. Hallo, nee. Also, ehrlich, bin schon wieder... Kannst du Hände waschen, bitte. Und dir was anziehen? Ich meine ja nur, oder willst du heute einfach so rumlaufen? Das kann man natürlich auch machen. Ja, vielleicht kommt ja deine Tochter gleich und will was von dir. Wow! Nee, die möchte an den PC Sims 3 spielen. Nee, komm mal her, du musst mal kurz mit deiner Mama reden. Du musst sagen, hier, ich hatte ein Date. Ich war mit dem Jörg aus und das lief so und so. Und dann hatten wir da Typen, die haben uns bespitzelt. Warte doch mal. Jetzt rennt sie wieder weg. Ich hasse es. Okay, gut, sie rennt wenigstens hin, um mit ihrer Tochter zu reden. Gut. Ah, da kommt der Blumenstrauß-Mensch. Ha, guck mal. Sträußchen de la Blümchen. Ja, ich war weg. Ja, ich habe meinen ersten Kuss bekommen. Oh, ich bin mit Füßen in die Luft gegangen. Ja, ja, siebter Himmel und so weiter und so fort. Ja, war gut. Und ich habe den hinterhältigen Scharlatan angezeigt. Ja, ja, so ist das. War das richtig, Mama? Hab ich alles gut gemacht? Ja, gell? Denk schon, oder? Ja, der hat Geld geklaut, genau. Ja, so sieht's aus. Genau. Ach komm, lass dich mal umarmen, Mama. Du umarmst, dann guckst du, was hier Sache ist. Und die Mama, die kann mal hier ins Wasser hüpfen. Hopp. So, und der kleine Mann da oben, was macht der? Ah, der spielt mit seinem Auto. Du hättest Hunger eigentlich. Oh ja, und da kommen die Meldungen. Okay, ich habe also wirklich auch die Alterung hier eingeschaltet. Ich war mir im ersten Moment jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber so wie es aussieht, haben Tyson und Mario morgen Geburtstag. Ich würde sagen, die sind halt ganz klein bisschen älter gewesen als Alex und Anna. Aber das ist ja nun egal, ne? Also feiern wir erstmal hier morgen. Oh, das wird eine coole Party geben. Wow, ja. Ich hoffe, dass das besser klappt als der Geburtstag von Gerd. Ui, Jemini. Sag, wie lange bist du eigentlich noch Kind? Ui, 6 Tage und dann wirst du erst zum Teenie. Ach Gott, nee. Hast aber alte Eltern dann? Naja gut, die haben sich mit dir Nachzügler ja auch Zeit gelassen, ne? So, Lena. Nie hätte ich auch nur zu träumen gewagt von einer solch süßen Maus. Als Erinnerung an die schönen Stunden mit dir schenke ich dir diesen Strauß. Jörg. Hi, Hein. Hui. Der erste Liebesbeweis. Ja, ja. Und wir kaufen morgen Kuchen und all so ein Krams. Moment, morgen. Morgen ist Montag. Das ist ja aber auch ein blöder Tag zum Geburtstag haben. Echt, ey. Obwohl, Tyson hat frei. Und Mario auch. Gut, das passt. Die müssen erst am Dienstag wieder arbeiten. Das passt sehr gut. Das ist wirklich mal angenehm. Das Problem ist nur, dass unsere Maus hier Montag arbeiten muss. Tja, dann bist du vielleicht nicht von Anfang an bei der Party dabei. Oder wir machen die Party halt wirklich ab 18 Uhr, wenn Mädel dann auch daheim ist. Müssen wir mal gucken. Aber ansonsten, das geht alles wunderbar, wunderbar. Jo, gut. So. Du mach, was du willst. Du bist da. Halt, warte. Warte. Hilfe. Ich rolle wieder nach Timbuktu. Gib mir mal dein Sträußchen her. Haben wir denn irgendwo einen Platz, wo das hin kann? Oh ja, doch, oder? Hast du da noch mit drauf? Nein. Doch. Ah! Es passt tatsächlich auf die Kommode noch mit drauf. Das finde ich gut. Schaut's euch an. Der erste hübsche Blumenstrauß bei Mama. Bei dem Mädel. Ja, und einen Liebesbrief haben wir ja auch schon. Du wolltest auf Toilette gehen. Mama, wie wär's, wenn du jetzt auch hier mal gehst, benutzen und Hände waschen und dann kannst du auch noch ein bisschen da schwimmen gehen. Das wäre doch toll, oder? So, und der Papa, der möchte eine... genau, der wollte eine Sportparty veranstalten. Ach Mann, aber warum eine Sportparty? Ist doch doof. Gemeinschaftsgrundstück besuchen. Okay.
So, gut, dann gehen wir ans Telefon, bitte. Gucken wir mal, wer da anruft. Ah, ich muss die Uhr im Auge behalten. Hast du jetzt... Nee, sie hat das Ding gespottet. Oh weh, und meine Zeit ist schon längst rum. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, du kannst Lena sprechen. Das ist in Ordnung. Und warte kurz. Lena, Lena, Lena. Nicht da rein hopsen. Und Papa muss hier reparieren. Reinigen. Und ja. So, gut. Das heißt aber, dann mache ich jetzt hier auch den Break. Weil, ne, wir sind schon wieder drüber über die Zeit. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Date-Ausflug. Und wie es hier weitergeht mit der Familie, das sehen wir dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.